In Yoga sehen wir ein menschliches Wesen als fünf Hüllen oder fünf Körperebenen. Diese kennt man unter den Namen Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha und Anandamaya Kosha. Übersetzt ins Englische würde es bedeuten, Annamaya Kosha meint Nahrungskörper. Der Körper, der physische Körper, den du hast, ist nur die Anhäufung der Nahrung, die du gegessen hast. Es ist etwas, das man ansammelt. Manomaya Kosha bedeutet eine Ebene der Intelligenz, die in der Lage ist, Wissen anzusammeln. Aber es gibt eine Ebene der Intelligenz. Es ist nicht hier oder hier, hier, irgendwo. Jede Zelle im Körper hat ihre eigene Intelligenz, ja oder nein? Intelligenz ist also überall. Ansammlung von Wissen ist überall. Wenn ich das sage, denken die Leute immer, dass im Allgemeinen der Gedanke ist, Gedächtnis bedeutet, es ist in deinem Kopf. Nein, nein, nein. Dein Körper hat ein millionenmal größeres Gedächtnis als dein Verstand. In diesem Moment befindet sich die Nase deines Urgroßvaters in deinem Gesicht, weil sich etwas in deinem Körper daran erinnert, nicht wahr? Ja oder nein? So wie deine Vorfahren vor 1 Million Jahren aussahen, unwissentlich ist dein Haar immer noch so. Deine Hautstruktur ist so, dein Teint ist so. Dein Körper erinnert sich an millionenmal mehr, als sich dein Verstand jemals vorstellen kann. Also auch hinsichtlich der Intelligenz, was jetzt gerade in einer einzigen Zelle in deinem Körper passiert, kannst du das logisch, geistig oder intellektuell entschlüsseln, was nur in einer Zelle in deinem Körper passiert? Was in einem einzigen DNA-Molekül passiert, ist zu viel, um zu verstehen. Die Intelligenz und das Gedächtnis im Körper gehen also weit über das hinaus, was in dem Knochenkasten passiert, den du als deinen Kopf bezeichnest. Es ist nur so, dass dieser Teil deiner Intelligenz Gedanken erzeugen kann. Und weil du sehr an deine Gedanken gebunden wurdest, denkst du, dass die ganze Intelligenz von hier kommt. Nein. Das verströmt viel mehr Intelligenz, als sich dein Gehirn jemals vorstellen kann. Eine Dimension davon, lass mich über einen ganz kleinen Aspekt daraus sprechen. Im Wesentlichen liegt ein Aspekt des Yoga darin, die Geometrie der Existenz zu verstehen. Wenn ich von der Geometrie der Existenz spreche, zum Beispiel, dieses Sonnensystem funktioniert, wie es funktioniert, dann ist eine Sache, dass alles Leben dich eingeschlossen von der Sonne angetrieben wird, oder? Alles Leben auf diesem Planeten wird von der Sonne angetrieben, oder? Ich war vor etwa 6 Wochen in einem offenen Hubschrauber. Wir befanden uns gerade auf einer Höhe von 4500 Fuß. Und jeder weiß, dass alle 1000 Fuß die Temperatur so und so viel sinkt. Also bereitet man sich darauf vor und geht. Doch plötzlich wurde es extrem kalt, so kalt, dass wir herunterkommen mussten. Wir haben also gerade diskutiert, weil eine Wolkendecke aufzog, als es plötzlich so kalt wurde, dass wir einfach nicht mehr dort oben bleiben konnten. Wir haben also gerade darüber diskutiert, wie lange es dauern würde, bis die Erde gefriert, wenn die Sonne verschwindet. In unseren Schätzungen dachten wir an vielleicht 6 Monate, vielleicht 3 Monate, irgend so etwas. Als ich dann herunterkam, erfuhr ich erst, dass in 18 Stunden alle Ozeane auf dem Planeten zu einem festen Block gefroren sein würden. In nur 18 Stunden würden sie zu einem festen Eis gefroren sein. Du verstehst also ganz klar, dass die Sonne die grundlegende Energiequelle ist. Alles auf diesem Planeten wird von der Sonne angetrieben. Die Geometrie der Sonne, des Planeten, des Mondes und der anderen Planeten spielt also bei allem, was auf diesem Planeten geschieht, eine Rolle. Alles Leben hängt damit zusammen. Wenn du jetzt von Intelligenz sprichst, wenn du von Verstand sprichst, glaube ich, dass du dich auf die Intelligenz beziehst, wenn du über den Denkprozess sprichst, der, was wir wissen, im Wesentlichen in den Neuronen in deinem Gehirn stattfindet. Aber wenn man über den Verstand als eine Intelligenz spricht, ist er einfach überall in diesem Körper und überall in der Existenz. Die Erde selbst, auf der du gehst, ist ungeheuer intelligent.
Hast du schon einmal erlebt, dass du einen Mangobaum gepflanzt hast und er daraus aus Versehen eine Kokosnuss hervorbrachte? Hat er das jemals getan? So etwas ist noch nie passiert. Nur sein Nachbar produziert Kokosnüsse. Hat er aus Versehen jemals eine Kokosnuss produziert? So eine Nuss haben sie. Die Natur hat niemals so etwas hervorgebracht, nicht wahr? Aber wenn du deine logische Intelligenz einsetzt, gerätst du oftmals in derartige Situationen. Du musst also begreifen, dass jede Zelle deines Körpers, sowohl was die Intelligenz als auch das Gedächtnis angeht, viel mehr in sich birgt als dein ganzes Gehirn. Eine Zelle in deinem Körper, ein einziges DNA-Molekül beinhaltet Informationen, die dein ganzes Gehirn nicht entschlüsseln kann. So viele Informationen enthält es. Was in den letzten paar Millionen Jahren geschehen ist, sie erinnert sich und manifestiert es immer noch, nicht wahr? Es ist also nicht an einem bestimmten Ort, nicht einmal nur in dir, überall um dich herum. Die gesamte Schöpfung besteht nur aus Intelligenz.